Wladyslaw Czaslawski aus Kiew lebt seit 2005 in Deutschland. Mehrmals täglich verfolgt er die Nachrichten aus seinem Heimatland. Noch im Dezember besuchte er seine Landsleute in der Ukraine. Die Situation ist in der Ukraine jetzt so interessant. Am 1. haben wir Regierung und diese Regierung positioniert sich als demokratische und neue Regierung. Aber jetzt sehe ich nicht so viele neue Gesichter in dieser Regierung. Ich hoffe, die Ziele von diesen Leuten ist echt. Und ich glaube, diese Intervention von russischer Armee im Krim, es ist gefährlich nicht nur für die Ukraine. Die Meinung über das russische Vorgehen auf der Halbinsel Krim ist auch in Deutschland geteilt. Igor Kuznetskov, Mitarbeiter in einem Reisebüro in Recklinghausen, sieht in der jetzigen Übergangsregierung der Ukraine keine wirkliche Alternative zu Viktor Janukowitsch. Die Übergangsregierung in Kiew, das ist eine der schlechtesten Lösungen, die ich mir vorgestellt hätte für das Land, weil sie wurde aus sehr, 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 sehr kleinen Minderheit gebildet, die auch nicht unbedingt das darstellt, was die Leute sich erhofft haben. Putin, also der versucht ja keinen Krieg anzuzetteln, sondern der versucht ja durch diese Gewaltzeige Krieg abzuwenden. Krim, muss man ja dazu sagen, ist ja vor 60 Jahren quasi der Ukraine geschenkt worden und ohne überhaupt jemand gefragt zu haben. Also sind ja knapp 200.000 Krim-Tataren einfach ausgesiedelt worden. Besonders der Ausgang des von Russland initiierten Referendums auf der Halbinsel Krim steht derzeit bei Gesprächen mit Landsleuten an oberster Stelle. Wie meinen Sie, wird die Abstimmung am Sonntag ausgehen? Also ich vermute mal, sie wird zu 80% pro-russisch sein. Die Kollegen aus dieser Minderheit, die hat mir gesagt, wir wollen als Teil von ukrainischem Volk sein. Alle hoffen jetzt, dass die diplomatischen Verhandlungen der Staatengemeinschaft sehr bald Erfolg haben werden. An einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland, daran will und kann keiner glauben.